Zeichen oben bleiben. Jetzt kommt Matthias von Hermann, ein alter Obenbleiber, der euch einiges erzählen wird und Mut machen wird für die nächste Woche und weiterhin. Schönen guten Abend hier von dem Bahnhof. Am Donnerstag nächste Woche ist ganz Deutschland in Stuttgart zu Gast. Denn am Donnerstag, 3. Oktober, ist Tag der Deutschen Einheit. Und an diesem Tag finden hier in Stuttgart die bundesweiten Feierlichkeiten mit viel Prominenz und mit vielen Kameras statt. 400.000 Besucher werden erwartet aus ganz Deutschland. Und an diesem Tag schaut ganz Deutschland auf Stuttgart. Doch schaut ganz Deutschland auch auf Stuttgart 21? Das Tunnelprojekt ist bundesweit zwar als Loser-Projekt und als Milliardengrab bekannt, aber von unserer Widerstandsbewegung lesen und sehen die Menschen im ganzen Land kaum noch etwas. Das wollen wir ändern an diesem Tag. Lassen Sie uns alle gemeinsam am 3. Oktober Flagge zeigen gegen Stuttgart 21. Und zwar auf der Königstraße, auf dem Schlossplatz, auf dem Marktplatz, auf der Theodor-Heuss-Straße, am Rote-Bühl-Platz und vor der Oper. Überall also, wo Menschenmassen, wo Promis und wo Kameras sind. Unser Ziel ist es, dass auf jedem Foto und auf jedem Video, das an diesem Tag gemacht wird, ein Stuttgart 21 oben bleiben Ortsschild drauf ist. Der S21 Widerstand soll an diesem Tag, an diesem 3. Oktober, einen ganzen Tag lang präsent sein in der gesamten Stadt. Das Ortsschild, das durchgestrichene Stuttgart 21 Ortsschild ist deutschlandweit das bekannteste Symbol unseres Protestes und deshalb dafür bestens geeignet. Wir Parkschützer haben daher 500 solche Ortsschildfahnen produziert, Ortsschildflaggen, die Sie gegen eine Spende ab 5 Euro sowohl beim T-Shirt-Stand als auch bei der Mahnwache ab heute bekommen. 500 Stück produziert, die ersten sind schon weg. Außerdem gibt es ab Mitte dieser Woche an der Mahnwache 3000 großformatige Ortsschildaufkleber. Außerdem verschenken wir 3000 Streichholzschächtelchen mit Ortsschildaufdruck. Und neben diesen Flaggen, den Aufklebern und den Streichhölzern wird es nächste Woche auch noch einen Flyer geben, auf dem wir auf der einen Seite das Ortsschild haben, auf der anderen Seite erklären wir in kurzen Worten unseren Gästen aus nah und fern, warum S21 Murks ist und warum wir weiterhin gegen diesen teuren Murks auf die Straße gehen. Dazu, zu diesem Flyer, ein Aufruf an Sie. Wenn Sie am 3.10. Flyer verteilen möchten, natürlich nur alleine, dann melden Sie sich bitte in den nächsten Tagen bei der Mahnwache. Sie dürfen auch zu zweit verteilen, aber nicht zu dritt, dann sind Sie eine Gruppe. Also, melden Sie sich bei der Mahnwache, damit wir wissen, wie viele Leute tatsächlich Flyer verteilen wollen. Wenn nämlich zum Beispiel 100 Montagsdemonstranten jeweils 1000 Flyer verteilen wollen, was so viel nicht ist, dann drucken wir auch tatsächlich 100.000 Flyer. Und damit bekommt jeder vierte Einheitsgast einen Flyer über Stuttgart 21 in die Hand. Alles Weitere online auf www.bartnesaufstand.de. Zeigen Sie am 3. Oktober Flagge und bleiben Sie oben! Eine Sondermeldung bekommen, Merkel hat doch unter 80% der Stimmen bekommen. Und jetzt zu einer besonderen Sache noch einen Einschub. Eisenhardt von Löper zu einem besonderen Urteil, bitte.